willkommen bei einem weiteren Video für unseren Channel B-Part Gaming und willkommen bei einem weiteren Wager-Match. Und heute geht es um eine richtig krasse Summe. Um so viel habe ich effektiv noch nicht gespielt, wenn wir Schlag den Test einfach mal ausklammern. Denn heute geht es nicht nur um 1 Million Münzen, das hatten wir schon mal, sondern es gibt noch einen Spieler obendrauf und das ist Team of the Season Cuadrado. Den habe ich damals für 434.000 Münzen gekauft. Inzwischen kostet der gute 800.000 Münzen. Das heißt, es geht effektiv hier um 1,8 Millionen Münzen in diesem Wager-Match. Ja, und ich werde dann entweder auch Cuadrado und 1 Million Münzen setzen oder ich werde direkt 1,8 Millionen Münzen setzen, je nachdem. Ich spiele gegen Rivi. Rivi ist auch ein YouTuber, beziehungsweise er hat auch einen YouTube-Kanal. Den Link werde ich hoffentlich, wenn ich dran denke, in die Videobeschreibung packen. Könnt sehr, sehr gerne bei ihm vorbeischauen. Ich glaube, er würde sich sehr, sehr freuen. Ich werde ihn jetzt gleich einladen und dann geht es um 1,8 Millionen Münzen. Das ist schon, wenn ich das jetzt nochmal gerade so sage, auf jeden Fall eine Summe. Das ist interessant. Alles klar, ich lade ihn mal ein und wir sehen uns dann gleich, wenn er im Spiel in der Lobby drin ist. So, da ist er und jetzt können wir auch direkt loslegen. Team, von den Wertungen her, sieht es ganz gut aus, aber hat eben gerade gesagt, ja, er ist auch ordentlich am Traden. Machen wir es vielleicht so? Komm, wechseln noch einmal. Jawohl, so können wir spielen. Und ich bin gespannt, ich glaube, das Team, das kann richtig krass sein von ihm. Habe ich so ein Gefühl. Ja, nicht so schlecht. Also er hat auch Team of the Season, Rodriguez oder James am Start, Falcao, Lavezzi, Lucas vorne drin, die sind feilschnell, vor allem so jetzt Falcao nicht, aber Lavezzi und Lucas. Und ansonsten noch hat er den International Man of the Match, Thiago Silva. Ich hoffe, das wird kein Spielverderber heute werden. Alright, ich muss mal ganz kurz nochmal überlegen, um was es geht. 1,8 Millionen Münzen, alles klar. Anstrengend wäre hier die Devise. Oh ja, wie es schon mal ruckelt, sehr schön. So, mal gucken, was wir jetzt hier zaubern können. Der lange Ball auf Lavezzi, jawohl, und dann Lavezzi. Boah, der wird umgehauen und es ist kein Elfer. Das ist natürlich echt schade. Hätte man auch pfeifen können, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Oh, Ibra, jawohl, jawohl. Und jetzt Ibra mit dem 1:0, so muss es sein, so muss es losgehen. Schön den Ball rausgespielt, den Scoop-Turn jetzt hier zack reingezogen. Irgendwie sieht Ramos dabei gar nicht so glücklich aus und jetzt macht er Stopp. So, also, er hat gewechselt. Er wechselt Cuadrado ein. Ah, ich denke mal, für Lucas kann ich mir sehr gut vorstellen. Okay. Können wir auf Ibarbo spielen, ja. Können wir wieder ablegen. Jetzt Ibarbo vielleicht einen kleinen Doppelpass? Nee. Jetzt auf Ibarbo. Oh, der ist nicht im Abseits. Da ist Ibra. Da ist Ibra! Aber der steht total scheiße. So. Mit den Legs müssen wir uns anscheinend abfinden. Cuadrado jetzt. Immer auf James spielen. James mit der Flanke auf Ibra. Der kommt wieder nicht hin. Aurier feuert dran. Cuadrado läuft jetzt. Der hat auch Raum. Ibarbo. Probieren wir einfach mal. Boah, das ist Ramos. Der läuft das hier gut zu. Oh, Ibarbo. Schusstäuschung und jetzt in die lange Ecke. Komm! Jawohl! Was für eine Schusstäuschung. Durch die beiden Verteidiger durch. Schaut es euch nochmal an. Hier den Ball erst rausgespitzelt und jetzt Achtung. Zack, durchgeschnetzelt. Trocken abgezogen zum 2:0. Ist echt kein Spaß mit dem Lag hier. Aber damit müssen wir gerade beide kämpfen. Muss man überlegen, ob was wir da am besten machen. Ob wir irgendwie nochmal... Ich weiß es nicht. Ja, Cuadrado oder Lavezzi ist das nicht im Abseits. Kommt die Flanke. Raus damit. Sauber, Chiellini. Schmeißt dich noch vor den Gegner. Das war super wichtig. Das wäre so gut gewesen. Und da ist die erste Halbzeit vorbei. Ist echt schade mit den Lags. Das ärgert mich jetzt gerade am meisten, aber ich denke, ansonsten war das jetzt bisher eigentlich ganz gut vom Spielerischen her. Dann werden wir den mal lang rausschlagen. Boah, Lavezzi ist da. Oh, der geht nicht ins... Nein, nein, nein! Mist. Unnötig. Ah, das lange Rausschlagen, was abgefangen wurde. Das war gerade das Problem. Weiterlegen. Ball nach vorne tragen, im Tempo. Können wir ablegen jetzt auf Ibarbo. Schusstäuschung, boah, ist die geil. Ibarbo mit dem 3:1. Boah, die Schusstäuschung hat mal übelst gesessen. Und damit das 3:1, sorry, ich werde das Replay natürlich abbrechen. Der Ball richtig gut auf Ibarbo. Zack, einmal komplett ins Leere sausen lassen den Gegner. Und danach abgeschlossen, der Gegner
gegnerische Torhüter schaut nur hinterher. Und damit steht es jetzt hier 3:1 wieder die Zweitorführung hergestellt. Genau. Ablegen. Oben auf Abate. Wird direkt blockiert von Matuidi. Ist natürlich nicht allzu günstig. Jetzt der Schuss. Scheiße. Cuadrado mit dem nächsten Treffer. Oh. Zwei Schüsse aufs Tor zugelassen, glaube ich. Und das ist jetzt der nächste Treffer. James. James! Sehr gut, kein Elfer. Boah! Krass. Komm mal hier lang rum. Och, Dinier, du Vollidiot, ey! Annehmen richtig! Linker Fuß, Spitze! Und nicht so ein Kack, was du da gerade gemacht hast. Ja, verteilen auf Abate. Jetzt kommt die Flanke, hoffentlich auf Ibra. Ibra! Ibra! Und dann macht er das 4:2. 84. Minute, eine leichte Vorentscheidung. Auf den Außen sauber durchgespielt, Ibra steht dann gut, die Flanke kommt vernünftig und den macht er dann auch. Und jetzt müssen wir nochmal aufpassen wegen dem Anstoß, trägt der Ball, ist im Abseits. Oh Gott, jetzt mit Matuidi, jetzt kommt die Flanke, aber da ist es, nein, Cuadrado, das gibt's doch nicht, jetzt macht er schon wieder einen. 89. 4:3. Wahnsinn, ey. Come on. Ja. Ja. Ja, nein. Habe ich? Was ist das? Wie kann der Abseits sein? Ach, er pfeift ab! Jawohl! Ich dachte eben gerade, wie kann der Abseits sein? Aber der Schiedsrichter hat abgepfiffen und damit einen 4:3 gerade noch so über die Zielgerade gerettet. Drei Treffer von Cuadrado, Team of the Season, nehme ich mal an. Der wurde eingewechselt und hat da immer mit jedem Schuss, glaube ich, dann auch das Tor gemacht. Der Wahnsinn. Unglaublich effizient gewesen für den Gegner. Aber es hat nicht gereicht. Und ich werde jetzt nochmal kurz mit ihm Rücksprache halten, weil mir tut es fast ein bisschen leid, bei solchen Lags jetzt zu sagen, ja, klar, 1,8 Millionen Münzen. Ching, ching. Weil ich weiß, wie behindert es ist, bei solchen Lags zu spielen. Ich werde ihn kurz fragen. Ich kann mir vorstellen, dass er sagt, trotzdem, er wird es bezahlen. Aber es ist halt doof. Ich habe am Anfang von dem Video gesagt, es geht um 1,8 Millionen Münzen. Kann sein, dass es jetzt im Endeffekt um weniger gegangen ist, weil es einfach gelaggt hat. Und dann sage ich auch selber, das ist einfach nicht cool, da jetzt voll abzukassieren. Ich werde ihn fragen, was er dazu sagt. Und jetzt nochmal ganz kurz hier bei Cuadrado. 4 Schüsse aufs Tor, 3 Tore. Klar, und das waren insgesamt auch nur 5 Schüsse von ihm insgesamt. Ja, daraus 3 Treffer gemacht. Aber das war nochmal richtig eng geworden. Ich dachte, ich konnte es jedes Mal nicht glauben, als er wieder mit Cuadrado mit einem Treffer rankommt. Aber es hat gereicht und ich werde jetzt, wie gesagt, kurz bei Revi nachfragen und dann kann es sein, dass ich 1,8 Millionen Münzen gewonnen habe oder wir einigen uns auf was anderes, vielleicht nochmal auf dem Rückspiel, keine Ahnung. Ich kläre es mit ihm, wir sehen uns gleich und dann hoffentlich auch mit einer Übergabe. So, da sind wir wieder und nach einem kurzen Austausch mit Revi war es für ihn in Ordnung, dass er mir die 1,8 Millionen gibt. Also er hat von vornherein gesagt, ja, mache ich, ist kein Problem. Ich habe nochmal gesagt, ja, tu mich ein bisschen schwer, aber er hat gesagt, gut, es geht in Ordnung, ich habe fair gewonnen. Und wir hatten ja beide mit den Lags zu kämpfen und wir haben uns auch darauf geeinigt, dass ich dann nochmal gegen ihn so ein Spielchen mache. Und ja, dementsprechend bekomme ich jetzt die 1,8 Millionen Münzen oder um genau zu sein, bekomme ich die 1 Million Münzen plus Team of the Season Cuadrado. Da sieht man es nochmal, der hat mich eben richtig hart rangenommen, hat 3 Treffer gemacht und mir wurde schon ein bisschen Angst und Bange, als er jedes Mal wieder rangekommen ist. Und ich dachte so, nein, 2 Tore in Führung gewesen, dann wieder nur ein Tor. Und das war 3-mal der Fall. Und jedes Mal dachte ich so, jetzt kann es passieren. Gut, es hat aber trotzdem für mich gereicht. Und damit habe ich dann das nächste Wager gewonnen. Und das waren jetzt auch mal wieder hier eine ganz schön ordentliche Summe. Wir können es annehmen. Vielen Dank an Revi, dass du auch dann sagst, ja, geht in Ordnung für mich. Ich hatte auch das Gefühl, ich habe auch nochmal gefragt, inwieweit diese 1,8 Millionen Münzen ihn irgendwie schmerzen. Er hat gesagt, ja, ist schon nicht wenig, aber ist jetzt auch bald FIFA 14 vorbei und ich glaube, er ist auch ganz gut im Traden. Zumindest kommt man ja auch an solche Spieler und an solche Summen erstmal gar nicht so einfach, wenn man nicht auch ein bisschen tradet.
Gut, ich nehme das Angebot an und damit hat es dann wieder geklingelt ordentlich in der Kasse. Wir sind jetzt schon bei 5 Millionen gerade hier auf dem Account, einfach so. Und den werde ich noch auf die Transferliste setzen. Ich bin gespannt, wo es hingeht. Ich habe jetzt hier heute 4 Wagers gemacht. Und ich werde wahrscheinlich demnächst mal wieder so eine Session machen, wo ich dann quasi gegen euch oder gegen irgendwelche Leute, die gerade auf Facebook meinen Post gelesen haben, spielen. Also ich habe es diesmal bei Facebook organisiert. Und wenn ihr auch mal Bock habt, dann verfolgt am besten meine Facebook-Seite. Darüber organisiere ich das dann. Und ich werde es probieren, weiter zu steigern. Ich werde jetzt hier mal ganz kurz auf die Transferliste setzen. Für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, ich habe jetzt 4 Stück hintereinander aufgezeichnet. Dementsprechend konnte ich auf das Feedback erstmal nicht eingehen. Ich bin gespannt, was so zurückgekommen ist über die 4 Episoden oder über diese 4 Wager-Matches. Und dann werden wir, wenn ihr das gerne möchtet, auch noch vielleicht die Einsätze weiter steigern. Ich finde 1,8 Millionen ehrlich gesagt nicht wenig, aber da geht natürlich noch mehr. Und ich habe natürlich jetzt auch einiges, sage ich mal, an Schießpulver, alleine jetzt hier gerade 5 Millionen so rumliegen. Dementsprechend geht vielleicht auch einfach noch höhere Einsätze. Da brauche ich natürlich auch entsprechend Leute, die da mitgehen können. Bin gespannt, inwieweit ich die finden kann. Und dann kann ja sein, dass wir dann nochmal gegen Ende von FIFA 14 ordentlich Kasse machen. Mal schauen. Oder vielleicht alles verlieren. Irgendwie eine der beiden Sachen wird passieren. Entweder wir richtig ordentlich Münzen zusammengesammelt oder ich verliere irgendwo alles. Mal schauen, was passiert. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, wenn das der Fall war, wenn es euch gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, da freue ich mich einfach drüber. Und dann sind wir hier raus. Haltet euren Kasten sauber. Euer Tess. Jetzt können wir vielleicht auf Ibra spielen. Der sieht auch gut aus. Und oh, was mache ich denn da? Warum lupfe ich den denn? Ich Vollidiot.